Hallo Pilzfreunde, ich bin heute im Fichtenwald unterwegs und da möchte ich euch einen Pilz vorstellen, der durch seinen besonderen Geruch sehr gut gekennzeichnet ist. Es handelt sich hierbei um einen Porling und der ist wirklich sehr häufig bei uns zu finden. Er kommt auf Nadelholz vor und besonders gern ist er auf Fichte zu finden, also so alte Fichtenstümpfe, die sind so der ideale Standort. Porlinge sind ja für den Speisepilzsammler nicht ganz so interessant. Da gibt es nur relativ wenige essbare Arten. Die meisten sind ungenießbar und es gibt sogar einen giftigen Porling. Ja, aber durch diesen tollen Geruch, da kommen wir auch gleich dazu, welcher das ist, da ist dieser Pilz ganz besonders gekennzeichnet. Und Pilzgerüche gehören natürlich zur Pilzbestimmung dazu. Und das Thema Pilzgerüche ist natürlich auf meinen geführten Pilztouren auch immer präsent. Und gerade an diesem Porling demonstriere ich da gern immer was. Ich kenne da eine Stelle, da wächst er halt seit Jahren schon auf diesem Stumpf. Das ist ein mehrjähriger Porling, der also über mehrere Jahre seine Fruchtkörper entwickelt. Und da lasse ich die Teilnehmer dran riechen und da schauen wir mal, ob dann dieser Geruch so erkannt wird. Denn Gerüche erkennen ist gar nicht so einfach. Da muss man sich vor allen Dingen mal im Kopf ein bisschen frei machen, dass Pilze eben nur pilzig riechen. Es gibt im Pilzreich also fast nichts, wonach Pilze nicht riechen können. Das ist wirklich schon erstaunlich. Und meistens habe ich da noch ein paar andere interessante Sachen dabei, um verschiedene Gerüche da ja mal zu schnuppern und versuchen herauszubekommen. Für viele Teilnehmer sind das natürlich ganz neue Aspekte, ganz neue Gerüche, die sie da wahrnehmen können. Um welchen Pilz geht es heute? Es geht um den Fenchelporling. Das klingt schon mal ganz interessant und er riecht wirklich fenchelartig, so ein bisschen wie Weihnachtsgebäck. Viele identifizieren das mal mit Anis, aber Anis riecht doch ein bisschen anders. Also Fenchel trifft es schon ganz gut. Ich sage dann immer so, denkt mal ein bisschen an Hustenbonbons und das trifft es eigentlich ziemlich genau. Jetzt schauen wir uns den Porling natürlich auch mal an. Ihr seht schon hier diesen Stumpf. Hier vorne sind ganz junge Fichten und hier haben wir diesen alten, bemoosten Stumpf. Und da sieht man schon sehr schön hier die Fruchtkörper. Hier ein relativ großer, hier ein etwas kleinerer und hier unten sind noch mehr. Was man hier sehr schön sieht, das ist so eine eher matte Oberfläche. Also wenn man hier drüber geht, ist die fast ein bisschen filzig. Wenn man jetzt zum Vergleich den Fichtenporling hat, den rotrandigen Baumschwamm, der zumindest farblich so eine gewisse Ähnlichkeit hat, der hat eine glatte Oberfläche. Der ist wirklich so feinfilzig, man sieht hier so schöne braune Töne und zum Rand hin wird er immer heller. Hier haben wir so einen schönen orange-braunen Ton. Auch hier auf der Oberfläche, da liegt er so flächig auf dem Substrat auf, bildet aber dann hier solche hutförmigen Fruchtkörper. Hier drüben habe ich noch einen Fruchtkörper, also der wächst hier richtig schön in so dicken Konsolen aus dem Substrat heraus. Hier oben haben wir sogar ein bisschen Eis drauf, da seht ihr Leute, dass wir diese Nacht sogar wieder Frost hatten. Also so richtig frühlingshaft will es nicht werden bei uns. Ich habe hier mal ein Exemplar abgemacht und da seht ihr auch sehr schön die Poren auf der Unterseite. Also es handelt sich hier wirklich um einen Porling. Wenn ich den jetzt schon abgemacht habe, den kleinen hier, dann probiere ich natürlich auch mal den Geruch aus. Es ist heute sehr kalt, da ist der Geruch nicht ganz so intensiv, weil der ist wirklich sehr, sehr deutlich. Aber man riecht es schon sehr, sehr stark. Ganz wunderbar und immer wieder beeindruckend, wie Pilze so riechen können. Was ich mal ausprobiert habe, ich habe mir mal einen Fruchtkörper mitgenommen und habe den zu Hause getrocknet. Hier ist er, ich habe ihn heute extra mitgebracht und hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sich der Geruch hält und dass man den vielleicht so als eine Art Raumduft sich hinlegen kann. Aber das funktioniert leider nicht. Der Geruch, der verfliegt fast komplett. Also wenn man hier ganz intensiv riecht, kann man vielleicht noch eine ganz minimale Fenchelnote erahnen. Aber leider lässt der komplett nach und auch die Farbe verblasst hier komplett.
Ich habe hier das getrocknete Exemplar mal daneben gelegt gegen das frische. Und da seht ihr schon, wie stark sich hier die Farbe verändert hat. Die ist hier rechts komplett blass. Also der hat es komplett ausgeblichen. Und hier rechts sieht man natürlich den frischen Fruchtkörper. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Haltet einfach auf eurer nächsten Pilzwanderung, auf eurer Tour durch den Wald mal die Augen offen. Da werdet ihr den Fenchelporling entdecken. Wenn ihr im Nadelwald seid, vor allen Dingen hier im Fichtenwald, so wie hier mit vielen Stümpfen, also hier sind da ganz viele davon. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Suche und ein tolles Geruchserlebnis natürlich. Schnuppert mal dran und dann schaut mal, ob ihr diesen Fenchelgeruch gut erkennen könnt. Wenn ihr mich mal begleiten wollt auf meinen Touren, dann ist das möglich. Schaut auf meiner Webseite snowcree.com, die ist in der Videobeschreibung natürlich wieder verlinkt. Da könnt ihr euch informieren über die Touren, über die Seminare, die Termine, die Inhalte und so weiter. Es gibt auch einen Online-Shop, da könnt ihr auch mal vorbeischauen mit schönen Produkten rund um das Thema Pilze. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mich einfach mal an. Und auch für die Buchungsanfragen nutzt am besten das Kontaktformular. Das ist eben auch auf der Seite snowcree.com verfügbar. Also liebe Pilzfreunde, ich werde das Video jetzt beenden. Ich habe euch, denke ich, einen ganz interessanten Pilz mal vorgestellt. Und wir sehen uns sicherlich in einem meiner nächsten Videos wieder. Also bis dahin. Tschüss.